Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 mit der Heroic Mod, der vorletzten Mission im Live-Let's Play, Operation Stiletto. Schauen Sie mal, die kämpfen wie Ameisen und verdrängen das Los, das sie erwartet. Früher oder später rotten sie sich gegenseitig aus, aber darauf können wir leider nicht warten. Diese Kämpfe gefährden die Türme, vernichten sie deswegen also beide Armeen, die GDI und die Besucher. Weitere Nordeinheiten sind schon unterwegs zu ihnen, aber die werden sie nicht brauchen. Vernichten sie die GDI und die Besucher einfach mit ihren eigenen Waffen. Zerstören sie alles, was sich bewegt. War das die Mission? Die Mission, also da auf dem einen Bildschirm war das Ground Zero? Oder, nee, Rom. Ich glaube, das war eine, war Rom. Vom Video her. Ich kann mich an diese komische Einbuchtung da erinnern. Wo da der Phasengenerator ist, da ein Phasengenerator, da ein Phasengenerator. Die GDI rückt schneller als erwartet durch die italienische rote Zone vor und ist für die Einrichtung der Besucher vor Ort eine ernste Gefahr. Wir müssen sie aufhalten. Im Moment geht die größte Gefahr von einer großen GDI-Armee aus, die die Truppen der Aliens am Ostufer des Tibers zurückdrängt. Da wir nur wenige wahre Gläubige haben, kommt ein direkter Angriff auf die GDI nicht in Frage. Versuchen Sie stattdessen, die beiden Bauhöfe der GDI mit Shadows und Saboteuren zu übernehmen und schlagen Sie unseren verhassten Erzfeind mit seinen eigenen Waffen. Erobern Sie anschließend die beiden Drohnenplattformen der Aliens. Erst dann wird sich Kanes Plan voll entfalten. Vernichten Sie alles, was sich Ihnen in den Weg stellt, egal ob es sich dabei um Einheiten der GDI, der Bruderschaft oder der Besucher handelt. Das ist Italien? Ja. Das sieht nicht mal mehr wie die Erde aus. Ausbildung. Empfange Nachricht. Die GDI ist tief in die rote Zone vorgestoßen, um die Alien-Invasoren zu bekämpfen. Wir müssen sie aufhalten. Die GDI hat zwei Lager. Eine Primärbasis im Südwesten, eine Luftwaffenbasis im Norden. Beide sind eine Bedrohung. Erobern Sie beide Gefechtsstände und beide GDI-Basen. Erobern oder zerstören Sie die Produktionsgebäude der GDI, um Ihrer Armee die Grundlagen zu entziehen. Die Aliens haben zwei Kommandozentralen. Erobern Sie diese Zentralen mit Saboteuren, um das Blatt zu wenden. Erobern oder zerstören Sie alle Alien-Produktionsgebäude und unterstellen Sie Nord Ihre Truppen. Ja, oh, das ist ein bisschen. Die Bruderschaft vertraut. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, ein bisschen. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich glaube, 5 sollten hier reichen, ne? Die Bruderschaft vertraut mir. Ich speichere mal. Hier ist zu viel los. Wir müssen einen anderen Weg. Ja, ganz ruhig. Die Bruderschaft natürlich vertraut. Natürlich bin ich bereit. Ich kenne den Weg. 1, 2, 3, 4, auch 5, ja. Die Bruderschaft vertraut mir. Hallo, was geht ab? Öfter hier. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Der Plan ist, wir warten kurz noch. Die Bruderschaft die vertraut von mir. Vorsichtig. Die Bruderschaft vertraut mir. Dann doch passiert ja nichts. Ich höre. Die Bruderschaft vertraut mir. Vertraut mir. Komme in Frieden. Vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft was vertraut jetzt? Mir. Noch ein mehr bitte. Die Bruderschaft ja, vertraut hier. Mir. Feindliche Basis in Sicht. Die Bruderschaft ich kann vertraut helfen. Mir. Ich höre. Stealth-Einheit geordnet. Okay. Nord, was zum Teufel machen die hier? Ja, Sightseeing. Die Bruderschaft vertraut mir. Was dagegen? Nein? Die Bruderschaft kann ich irgendwie helfen? Arbeiten wir zusammen? Machen die wir uns an die Arbeit? Vertraut mir. Hauptquartier, hier ist Infanterietrupp Delphi. Wir haben auf dem Gelände des Hauptstützpunkts Nordeinheiten geortet.
Wie sollen wir vorgehen? Arbeiten wir zusammen. Positiv. Feuer einstellen. Mit Vorsicht vorrücken. Arbeiten wir zusammen. Machen wir uns an die Arbeit. Arbeiten wir zusammen. Was brauchen Sie? Die Bruderschaft vertraut. Kann ich Ihnen helfen? Dann, auf geht's. Gebäude besetzt. Die GDI-Primärbasis wurde neutralisiert. GDI-Zentralkommando erobert. Hey, Sie haben die Kommandozentrale erobert. Was zum Teufel ist hier los? Macht sie fertig! Der Ursprung. Wollt ich noch haben. Hier hat alles angefangen. Das ist ein Kriegsgebiet. Wir müssen vorsichtig sein, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Der Himmel gehört uns! Einsatz, der Alien-Stützpunkt wurde neutralisiert. Hab ich nicht. Aliens sind auch nur Narren, die Kanes Prophezeiung nicht verstehen. Was ist das meins? Die GDI-Luftwaffenbasis wurde vernichtet. Sie haben die Luftwaffenzentrale erobert! Sofort ausweichen! Ja, Alter, hätte am AMX mir damals nicht diesen Tipp geschrieben. Boah. Ja, ist mir egal. Okay, ne, für die Bonusziele ist es natürlich nicht logisch, das so zu machen, aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich weiß nicht. Vielleicht hatte Killian recht. Vielleicht ist Ken wirklich verrückt. Wissen Sie, was er von Ihnen verlangt? Bekämpfen Sie alle Truppen in der Roten Zone. Die von GDI und Nord. Ich verstehe es nicht. Wir opfern unsere eigenen Soldaten für diese stinkenden Besucher. Und das gefällt mir nicht. Ich hoffe Ihnen auch nicht, unter uns gesagt, Commander. Jetzt beneide ich Sie nicht mehr. Gut, das war fast das Finale für die Nordkampagne. Ja, die Finale geht dann, ja, ne, nächste Folge weiter, los. Und dann halt eben nur noch 4 Missionen drin und dann haben wir die Heroic-Mod leider auch schon wieder durch. Aber gut, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ja, bis zur nächsten Folge. Cheerio!